Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute als Video, gestern noch als Livestream. Aber was haben wir getan oder gemacht? Wir haben natürlich von dem GS-Roller den Variomatic-Deckel gereinigt. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, er sieht schon wirklich wieder recht gut aus und kann sich sehen lassen. Wo es drauf ankam, war der Kickstarter ging oder hat nicht mehr richtig funktioniert. Das sieht jetzt schon mal anders aus, muss aber auf jeden Fall nochmal nachgefettet werden, bevor ich das Ganze einbaue. Dann sollte man später nochmal zusehen, diesen Kunststoffdeckel, der hier ist, ist abgebrochen. Den sollte man später auf jeden Fall nochmal ersetzen, dass nicht so viel Schmutz reingewirbelt werden kann. Würde ich doch mal so sagen. Genau. Okay, jetzt geht es darum, Kickstart alles richtig in Gang zu bringen, nochmal nachzufetten, um das Ganze dann wieder einzubauen oder aufzustecken. Ich würde sagen, wir geben mal Gas. Um das Ganze jetzt weiterhin gangbar zu halten, habe ich hier Multispray und ziehe hier mal etwas rein. Das heißt, so dass es durch die Welle durchlaufen kann und dass der Kickstart ja auch von dieser Seite sozusagen gängig bleibt. Ne? Das mache ich natürlich auch von beiden Seiten, weil irgendwo sollte der Weg sich finden, so dass sich das Multispray hier auch durchzieht. Deshalb jetzt auch hier nochmal. Ansonsten müsste man das komplett auseinandernehmen. Aber meist bekommt man es so auch wieder gängig. Also ein bisschen Multispray und aber wirklich durcharbeiten lassen. Gut, das schadet hier nicht, da kann man ruhig mal ein bisschen reinsprühen, aber natürlich nicht volles Pfund, wirklich so, dass nicht zu viel Öl da reinkommt, zumindest ins Gehäuse. Normalerweise sollte sich dieses Multispray sich seinen Weg suchen. Gut, wir schauen mal, ob das jetzt alles so funktioniert. Alles soweit erledigt. Hier das Kabel habe ich auch nochmal gereinigt. Ne? Den Geber habe ich auch gereinigt. Also alles schon mal sauber. Was ich jetzt machen werde, den Kickstart-Mitnehmer, den setze ich jetzt hier gleich mit ein bisschen Fett ein, dass er auch immer schön geschmeidig läuft, ne? Oder mitarbeitet. Gut, also jetzt auch noch mal ein Tuck Fett hier rein, weil jetzt setzen wir ihn sofort auf. Das heißt aber, ich werde hier auch trotzdem etwas Fett anbringen. So, das sieht gut aus. Sollte ausreichen. Dieser Hebel hier, der hier dran ist, ne, diese Art Feder, kommt in diese Kerbe jetzt hier rein. Moment, kommt in diese Kerbe rein, in diese hier. Ne, sieht man das? Da kommt dieses Teil rein. Gut, also ich setze ihn schon mal auf, muss jetzt den Kickstart natürlich ein bisschen bewegen, dass ich, so, das sieht gut aus. Ja, ein bisschen bewegen, hier ist noch ein bisschen Restfett, das verteile ich hier trotzdem noch mal ein bisschen, so dass hier alles geschmeidig bleibt. Wenn ich das jetzt habe, kann ich natürlich auch den Drehzahlschalter anbauen, aber ich würde ganz gerne trotzdem das noch mal so kurz machen. Moment, da muss ich gegen die Kante hier und hier unten noch mal ein bisschen Fett dran setzen. Nicht zu viel, wie gesagt, nicht überfetten das Ganze, dass das wirklich da bleibt,
wo es normalerweise auch hingehört. So sieht das dann aus. Gut, jetzt, wie gesagt, brauche ich eine Erhöhung am besten, dass ich diesen Schalter samt Kabel alles wieder an seinen Platz bringen kann. Das machen wir jetzt natürlich. Hier habe ich jetzt den Geber und das heißt ja, den muss ich natürlich auch wieder verbauen. Das sieht man jetzt natürlich sehr schlecht, weil ich gerade nicht weiß, wie ich die Kamera da zustellen soll. Ist das gar nicht so einfach mit dieser Kamerastellung. Gut, ich nehme jetzt die Schraube auf den Schraubendreher oder auch nicht. Naja, ich habe noch eine in der Hand. Also Schraube drauf tun und lieber festhalten und an Ordnungsstelle bringen. Gut, also jetzt den Punkt suchen, wo sie rein soll. Na, es geht doch. Einmal anheften nur leicht, nächste Schraube, die andere hole ich nachher dann da raus und naja, Nummer 2 auch versenkt. Ich hole nachher einen Magneten, dann kann ich sie auch rausnehmen. Gut, also wir haben ja 4 Stück davon, Gott sei Dank. Gut, also den Drehzahlschalter oder Geber werde ich jetzt schon mal festziehen. So, und jetzt muss ich mir Magneten holen, dass ich die Teile auch rausbekomme. Es geht doch nichts über ein Magnet. Ne? Einmal, naja, hier sieht es wahrscheinlich jetzt schlechter für mich aus, weil hier das Kabel gerade vorliegt. Mal gucken. Ah, aber wer sagt's denn? Es geht doch. Gut, jetzt muss ich hier meine Führung von den Kabel eben hier wieder einsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum saß es denn. Ich glaube, es saß so rum. Ja, das sieht gut aus. So können wir das lassen. Und die Halteklammer kommt zum Einsatz. Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, so rum. Genau. Diese Halteklammer kommt so rum. Ja, das ist eben auch ein bisschen Fuchtelei, ne? Aber das gehört eben dazu. Ansetzen, ausrichten und befestigen. Ja, das ist gut. Kommen wir zu den Rest. Ja, das ist natürlich hier echt sehr, sehr knapp bemessen, muss ich sagen. Man kann auch nicht an diesem Kabel großartig ziehen. So, und das sollte eigentlich da drinnen oder hier drüber sein. Aber, so, mal gucken, ob wir es auch hinbekommen, dass wir das hier so ein bisschen reinschieben. Und jetzt erstmal hier einsetzen. Es kommt ja noch ein Haltepunkt. Na, das will nicht so richtig hier noch nicht rein. Jetzt. Gut, jetzt sieht es besser aus. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Hier sitzt es jetzt. So, und wir müssen uns jetzt aber einen Haltepunkt hier unten natürlich noch suchen. Ja, zumindest muss ein Haltepunkt hier unten ja noch hin. Das machen wir jetzt natürlich. So, ich halte jetzt mal den Deckel so, dass ich, wie gesagt, jetzt hier meinen Haltepunkt bekomme. Das heißt, mit der nächsten Klammer. Der Haltepunkt wird einfach nur so gehalten dann, ne? Also so geklemmt. Ich gucke jetzt mal, wie rum ich das am besten mache, dass ich hier nichts weiter beschädige. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das Kabel kann ich erstmal rübernehmen und setze jetzt hier erstmal meine Schraube nach Möglichkeit ab. Mal gucken, ob es mir gleich so gelingt. Ja, nur erstmal ein Stückchen rein, so dass ich das Kabel jetzt nach Möglichkeit hier drunter ziehen kann. So, ja. Wie gesagt, das ist nur ein Haltepunkt. Das sitzt natürlich sehr, sehr straff und ich sehe gerade hier, es ist natürlich auch schon wieder ein bisschen rausgerutscht.
Ich werde das jetzt erstmal hier in Ruhe machen, um dass ich, wie gesagt, das alles ordentlich habe und hier nichts dran passieren kann. So, jetzt nochmal alles ein bisschen ausgerichtet, hier das ein bisschen umgestellt, aber das ist wirklich so knapp gemacht. Normalerweise sollte man eigentlich das Kabel etwas verlängern, dass hier nicht so viel Spannung drauf ist. Also ich finde das nicht gerade so genial, wenn das Kabel auf Zug steht. Es ist schon ganz gut, wenn es auf Zug steht, aber das ist doch ganz schön extrem, würde ich mal sagen. Gut, also jetzt heißt es hier nicht mehr groß bewegen und am besten gleich ansetzen. Ich nehme mal hier meine Rolle runter und sehe zu. Den Luftfilter noch ein bisschen zur Seite, Schutzblech noch ein bisschen hoch, dass wir jetzt den Deckel gleich ansetzen. Umso weniger Spannung habe ich hier auf diesem Kabel. Also das war wirklich eine Sparmaßnahme. Gut, Deckel anschrauben. Wie ich ja schon sagte, eine Schraube hiervon ist jetzt erstmal nicht mehr da. Aber ich denke mal, das werde ich bestimmt noch mal irgendwann machen, dass ich dann auch das ausbohre und dann, dass wir das noch mal neu machen. Jetzt heißt es erstmal Schrauben einsetzen und ja, Stück für Stück kriegen wir das schon hin. Die hier geht ein bisschen schwer, warum auch immer, aber es funktioniert. Ich ziehe jetzt den Deckel mal an zwei Haltepunkte sozusagen an, dass er erstmal nicht weg kann. Gut, und jetzt geht es ja hier drum. Und man sieht, Kickstart funktioniert auch wieder. Den sollte man ruhig zwischendurch mal treten, dass das hier auch immer in Gang bleibt. Und nicht nur dann eben mit dem E-Start, ruhig zwischendurch mal treten. Gestern habt ihr gesehen, da blieb der Kickstart automatisch unten. So, jetzt muss ich ihn aber festhalten, weil sonst bekomme ich hier die Schraube nicht rein. Gut, die ziehen wir jetzt mal an. In der Hoffnung, dass sie langsam mal dahin kommt an dem Punkt. Jawohl. Und zack, loslassen. Also man sieht, es funktioniert wieder. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was macht Peter da? Das ist doch die abgerissene Schraube. Ganz genau. Kurz runterkühlen lassen, weil die werde ich optisch ansetzen. Obwohl jetzt die hier noch ein bisschen warm ist, die Schraube, setze ich sie jetzt einfach hier mal an den Schraubstock. Pfeile parat und vorne nochmal etwas anschleifen. Das sieht gut aus. Heiß. Ja, jetzt kann man sie wieder in die Hand nehmen. Und man sieht, ja, oh, nicht mehr sehr lang. Ihr habt ja gesehen, ne? Abgeschnitten. So, jetzt kommt Sekundenkleber ins Spiel. Und zwar, das ist eine neue Tube. Erstmal gucken, ob das jetzt mir hier auch gelingt und hier gleich was rauskommt. So, und zwar ist das fester Sekundenkleber. Ich weiß nicht, ob ich das so einfangen kann in der Kamera. Doch, ich glaube, das sieht man so einigermaßen, wenn ich es stillhalte. Ja, gut. Und jetzt heißt es erstmal wieder den Deckel hier drauf. Also mit dem Sekundenkleber bin ich wirklich zufrieden. Ich zeige ihn mal so von der Seite. So sieht das Teil aus. Sonst müsste ich wieder Werbung einblenden. Möchte ich jetzt gerade nicht.
wie gesagt, das kann man später nochmal ausbohren. Ne? Aber jetzt habe ich ja hier die gekürzte Schraube und die setze ich jetzt hier drinne an. Wie gesagt, das soll jetzt nur dazu dienen, dass es nicht so ja, komisch aussieht. Und deshalb hier sieht man jetzt so, das wird sich jetzt festigen. Und ja, schon haben wir eine blinde Verschraubung hier. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn sie ab wäre. Und ich achte nur mal aufs Detail. Sicher, ich hätte es jetzt auch ausbohren können. Aber ich muss auch irgendwo Abstriche machen, dass ich vorankomme. Und da nehme ich mir dann eben diese 5 Minuten dafür. Gut, optisch kaum irgendein Unterschied. Ich nehme mal die Kamera zurück. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Wir kommen zum Starten über E-Start und über Kickstart. Wenn schon ein Roller bei mir ist, dann gucke ich natürlich auch die wichtigen Details durch. Das heißt auch sogar Luft. Also ich mache auch immer ein, oder ich überprüfe die Luft in den Reifen. Das gehört einfach dazu. Das gibt mir ein gutes Gefühl und den Leuten auf der Straße mit ihren Roller. Deshalb checken. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, bevor wir diesen Roller anschmeißen. Also wir prüfen jetzt mal den Luftdruck. Das heißt aufsetzen. Wir haben gute 2 Bar drauf, also 1,9 Bar. Das sollte ausreichend sein. Also mehr werde ich da definitiv nicht drauf machen. Das ist ein guter Luftdruck. Zumindest vorne. Man kann das auch immer noch mal überprüfen, wenn man hier so in die Seite reindrückt. An der Seite reindrückt, dann merkt man auch, dass genügend Luft drin ist. Zumindest einer, der es öfters macht. Ne? Zumindest mit der Luft. Das war doch eben die perfekte Aussage. So, wir haben hier unser Ventil. Oh, es sitzt ganz schön weit außen, aber gut erreichbar, muss ich schon sagen. Hinten einmal aufsetzen, wenn es geht, auch sauber aufsetzen. Das ist nicht immer so leicht. Also irgendwie spinnt das Ding hier gerade ein bisschen. Manchmal ist das so. Ich tausche das mal aus. Das heißt, das nehme ich runter. Ich habe ja noch eins. Ich nehme jetzt das andere, wo man das Ventil nur, also aufs Ventil aufsetzt nur. Oh, wir gucken mal, ob das besser funktioniert. Und, jawohl. Also hinten hatte der Roller 0 Bar. So gut wie einen Platten. So, 2 Bar. Deshalb, ich habe mich schon gewundert, warum eiert dieser Roller so komisch. Und der Roller hat hinten fast einen Platten. Entweder von der Standzeit, jetzt liegt der Reifen auch auf dem Boden ein bisschen mehr auf. Da sollte man mal gucken. Zumindest das immer kontrollieren, nicht dass der Reifen irgendwo Luft verliert, also ein Loch drin hat. Ja, zumindest immer den Luftdruck noch mal kontrollieren zwischendurch. Jetzt hätte ich den Roller ja gerne draußen. Wir können ja mal was versuchen. Ich schnipse mal. Na, das hat doch funktioniert. Wir sind an der Luft. Ich möchte aber auch noch etwas Öl auffüllen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Hier habe ich nochmal mein Zweitaktöl und werde es jetzt
Also ich fülle jetzt hier noch ein bisschen auf, weil das ist mir zu wenig, das ist mir zu gefährlich. Deshalb, jetzt heißt es, den Öltank noch etwas auffüllen. Zu Hause kann man dann immer noch mal was nachfüllen. Nur, wie gesagt, ich möchte auch, dass der Roller in Ordnung bleibt. So, jetzt drehe ich meinen Trichter. Okay, das sieht gut aus. Jetzt sind wir aber soweit. Erstmal können jetzt die Socken hier runter, ne? Dass wir alles schön heile lassen, was wir hier auch machen. Wir brauchen ja den Zündschlüssel. Den ziehe ich jetzt einfach mal raus und klemme die Batterie an. Ne? Das machen wir über das Startgerät hier wieder. Also, einmal brauchen wir Plus. Den haben wir hier. Dann brauchen wir noch einmal Minus. Habe ich auch. Öffnungstaste. Wer sagt, das funktioniert einfach. Und Startversuch. Na, geht doch. Und aus. Zack, funktioniert auch. Was mit dem Tacho ist? Der Tacho leuchtet blau, wenn man seine normale Geschwindigkeit hat. Alles, was über 50 kommt, ändert sich die Farbe in Rot. Also, habe ich auch noch nicht gewusst. Finde ich aber genial. Gut, wir machen nochmal einen Start. Das funktioniert schon mal. Zündschlüssel einstecken. Und Kickstarter. Na. Das Räuchern ist ganz normal. Er stand jetzt ja auch eine Zeit. Jetzt muss er erstmal wieder freigefahren werden. Ich bin zufrieden. Gut, alles soweit in Ordnung. Die Batterie wird sich dann selbst noch nachladen, weil hätte sie jetzt nichts gemacht groß, dann wäre sie wahrscheinlich defekt, aber sie scheint in Ordnung zu sein. Gut, wir können den Deckel aufbringen. Mit dem Deckel sollte eine einfache Sache sein. Zack, aufdrehen. Hier zwischenbringen, aufsetzen und verriegeln. Ja, passt. Das heißt, ich tätige jetzt einen Anruf, dass der Roller abgeholt werden kann. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ein schönes Wochenende. Macht's gut, euer Scooter-Schrauber.